Was lange wie Science-Fiction klang, wird Realität. Im autonom gesteuerten Bus durch die Stadt fahren, ohne Zugführer im ICE reisen. Anwendungen künstlicher Intelligenz werden unser Alltagsleben zunehmend begleiten. ZEW-Präsident Professor Achim Wambach begrüßte im Rahmen der Reihe Wirtschaftspolitik aus erster Hand Professor Dr. Sabina Jeschke, Vorständin der Deutschen Bahn AG in Mannheim. Dort ist sie für Digitalisierung und Technik zuständig. In ihrem Vortrag setzte sich die Expertin mit der Frage auseinander, wie uns künstliche Intelligenz in der Zukunft begleiten wird. Technische Fortschritte wie der Ausbau der 5G-Netze oder die Entwicklung von Quantencomputern mit bislang kaum vorstellbarer Rechenleistung bergen ein scheinbar unendliches Potenzial für die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz. Ein Thema, das auch in der Forschung am ZEW eine prominente Rolle spielt. Die künstliche Intelligenz gilt als die nächste Welle der digitalen Transformation, so wie das vorher die Computertechnologie war und das Internet. Und als Querschnittstechnologien hat die künstliche Intelligenz das Potenzial, Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft hervorzurufen. Und insofern können wir natürlich alle auch damit in Berührung kommen und davon betroffen sein. Das Dach eines ICEs mit Kameras automatisiert auf Schäden überprüfen. Das funktioniert bei der Bahn bereits problemlos. Im Cargo-Bereich alle Strecken zu rechnen, um den Betriebsablauf zu optimieren, das scheitert aber noch an der verfügbaren Rechenkapazität. Über den aktuellen Stand neuer Entwicklungen zu diskutieren, auch das ist das Ziel der Veranstaltungsreihe. Dabei profitiert das Format von der Verbindung zwischen ZEW-Forschungserkenntnissen und Praxiserfahrungen aus der freien Wirtschaft. Es gibt sicher auf der theoretischen Wissensseite bei künstlicher Intelligenz noch Forschungsbedarf. Dafür ist das ZEW prädestiniert und deswegen ist auch gut und richtig, dass so ein Vortrag wie heute Abend stattfindet. Wir müssen aber auch in den Unternehmen jeweils die spezifischen Antworten geben. Künstliche Intelligenz ist ja eher so eine Überschrift, die vernebelt. Jedes Unternehmen muss für seine Prozessanforderungen, für seine Steuerungsaufgaben die Instrumente einsetzen, unter der Überschrift künstliche Intelligenz, die ihrem bestimmten Anforderungen Genüge tun. Der autonom fahrende Zug ohne Lokführer komme so sicher wie das Amen in der Kirche, so Jeschke. Künstliche Intelligenz und 5G-Netze lösen dann auch ein drängendes Problem der Bahn. Es gibt zu wenig Lokführernachwuchs. Die Deutsche Bahn ist ein sehr großes Unternehmen und sie ist Mobilitätsanbieter, ist derzeit großen Herausforderungen gegenübergestellt. Und es ist einfach spannend zu hören, wie sie hier die KI einsetzen möchte, um bessere Lösungen zu entwickeln. Im Anschluss an den Vortrag diskutierten Sabina Jeschke und ZEW-Präsident Achim Wambach die wirtschaftlichen Chancen und Risiken. In dieser Diskussion ging es dann beispielsweise auch um die Frage, wie der Standort Deutschland im Bereich Quantentechnologie im Vergleich zu anderen Ländern stehe. Das führte zu einem regen Austausch mit dem Publikum. Auch bei den Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar stoßen die Themen des ZEW auf breites Interesse. Das ZEW ist ja deshalb prädestiniert, weil es aus wissenschaftlicher Sicht Wirtschaft und Wirtschaftspolitik berät. Und dafür braucht es die inhaltlich gute Grundlage, belastbare Fakten, eben nicht gefühlte Antworten, sondern faktenbasierte Antworten und das gespiegelt an praktischen Bedürfnissen. Das ist die Schnittmenge, die beim ZEW zusammenkommt. Die zahlreichen Gäste nutzten auch im Anschluss an die offizielle Diskussionsrunde die Möglichkeit, im zwanglosen Gespräch Erfahrung und Wissen auszutauschen. So wurde die vom ZEW-Förderkreis unterstützte Veranstaltung Wirtschaftspolitik aus erster Hand ihrem Namen gerecht und trug dazu bei, Menschen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft besser miteinander zu vernetzen.